Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Vielen Dank, aber das wollen wir erstmal hier nicht. So, mein liebes, gutes, altes Balmora. Hier in Balmora wird es auch die Kriegergilde und die Magiergilde geben und solche schönen Sachen. Das heißt, wir können hier dann zum ersten Mal anfangen, so ein paar nebensächliche Sachen zu machen, was Gilden angeht. Aber bevor wir da irgendwo beitreten, machen wir erst die Hauptquest. Ich glaube, dieser Caius Cossadis wird uns dann auch sagen, eben, weißt du was, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du am Anfang dich so ein bisschen umguckst bei den Gilden. Die sind ein ganz guter Startpunkt. Hier ist die Südwald-Taverne, wo wir uns mal umhören sollten nach ihm. Hier befindet er sich ja angeblich. So, guten Tag, schöne Dame. Ihr wandelt auf einem schmalen Grat, nicht wahr? Das muss ein Nord sein, der Stimme nach zu urteilen, ganz schön hart. Caius Cossadis. Oder vielleicht über Balmora, allgemein die Stadt, wo befinden wir uns gerade, was ist das hier? Balmora ist der Ratssitz für das Haus Hlalu und nach wie weg die größte Stadt auf Vardenfell. Durch seine Lage am Fluss Odai und an der Straße zwischen Aldrun und Vivek ist Balmora ein wichtiges Handels- und Reisezentrum. Die Hochstadt ist das Verwaltungszentrum und umfasst den Tempel und die großen Anwesen. Die Läden, Gilden und Handelshäuser des Geschäftsbezirks liegen nördlich des Flusses, die bescheidenen Tavernen und Wohnungen des Arbeiterviertels südlich davon. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir immer so zur Stadt selbst ein bisschen was lesen. Alle anderen Sachen vielleicht nicht unbedingt, vielleicht für Quests mal, aber ansonsten, dann wissen wir immer, was gerade Sache ist, was für eine Stadt ist das hier. Der alte Süßholz-Raspala, der Cossadis, ich bin mir nicht sicher, wo er jetzt lebt, aber fragt Bacola Kloskius, den Besitzer, er wird es wissen. Ah, interessant, der Besitzer der Taverne, okay. Wer bist du, Arator? Oh, Ausbildung, hallo. Schleichen, Blocken, mittlere Rüstung. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Ist erstmal für uns nicht von Relevanz. Honigmund Habasi. Oh, Diebesgilde beitreten. Bietet uns nur ihre Dienste an, wenn wir Mitglied der Diebesgilde sind. Und handelt auch nur mit uns, wenn wir Mitglied sind. Khajiit hat keine Zeit für dich. Ja, ja. Für Khajiit habe ich übrigens keine anderen Texturen für den Kopf. Diebesehre. Ich hätte erwartet, dass ich jetzt vielleicht hier so einen Punkt auf Schleichen oder so bekomme, scheinbar nicht. Ich muss auch wieder dran denken, dass ich habe ja ewig nicht mehr Oblivion gezockt, dass ich hier alle möglichen Bücher am besten mal kurz aufschlagen muss, da ich da Level aufsteigen kann. Du willst etwas? Was Fanriel? Wollt ihr? Ich suche Caius Cossadis immer noch. Der Bacola Kloskius sollte ja darüber wissen. Eigentümer, er muss hier irgendwo sein. Ja, dann wollen wir mal suchen. Nur er steht hier. Wunderschöner Name für eine Argonia. Sprich schnell! Oh, Ausbildung. Ich biete keine Dienste an. Wer hat euch das gesagt? Oh, vielleicht ist er einer der... Vielleicht gehört er einer der geheimen Gilden an. Das gibt's nämlich hier auch. So Geheimbünde, die operieren. Also soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Leute oder auch die Mitglieder der Diebesgilde, die sagen oft, was ich? Nein, ich habe hier nichts anzubieten. Ah ja, guck hier. Diebesgilde beitreten. Ah, seht ihr. Seht ihr mal. Allzeit bereit. Nein, du bist nicht der Typ, nach dem ich suche. Wir möchten in erster Linie mit Caius sprechen. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Hauptsache, es dauert nicht zu lange. Ah ja. Ja? Bacola. Guten Tag, ich bin Bacola. Mir gehört der Laden hier und wir vermieten auch Betten. Aber ich möchte etwas zu Caius wissen. Der alte Caius betreibt auf dem Hügel am Nordrand der Stadt ein kleines Gasthaus. Nehmt die Eingangstür und nicht die Tür zur Terrasse. Geht nach rechts, die Treppe rauf, dann links hinunter bis zum Ende der Straße. Danke für die Wake-Eingabe. Wake-Angabe. The Wake. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Die Wegangaben sind, finde ich, bei Morrowind nicht so super. Meistens kann man mehr oder weniger was mit denen anfangen, aber die sind oftmals nicht sehr detailliert oder stimmen manchmal einfach nicht, ja? So, Caius Cossadis Haus. Ich weiß natürlich, wo sein Haus ist. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, werde ich nicht viel weiter wissen. Dann werden wir alles frisch erleben. Ich kenne nur diesen Anfang hier.
So, hallo, du strammer Mann, der obenrum nackt hier rumläuft in seiner eigenen Wohnung. Wie kann er nur? Was? Ja, ich bin Caius Cossades. Doch, was meint ihr damit? Euch wurde gesagt, meldet euch bei Caius Cossades. Wovon redet ihr? So, so, ihr sagt, euer Name ist Rond. Und dass ihr euch bei mir melden und mir ein Paket übergeben sollt. Vielleicht darf ich es mir einmal ansehen? Ja, klar. Ja, sehr interessant. So, hier steht, der Kaiser wünscht, dass ich euch zum Novizen bei den Klingen mache. Das bedeutet, ihr müsst meine Befehle befolgen. Seid ihr dazu bereit, Rond? Naja, wenn der Kaiser das sagt, dann nehme ich an, ja. Gut, willkommen im Dienst, Novize Rond. Nun gehört ihr zu den Klingen. Wir sind in den Provinzen die Augen und Ohren des Kaisers. Ihr könnt mein Bett benutzen, wenn ihr ruhen müsst, aber fasst meine persönlichen Sachen nicht an, solange ich nicht etwas anderes sage. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt eure bescheidenen Fertigkeiten bei einem Ausbilder der Klingen verbessern. Oder, falls ihr es eilig habt, kann ich euch sofort Befehle erteilen. Aber vergesst nicht, einen Ausbilder der Klingen aufzusuchen. Na, bevor wir deine Befehle dann erhalten und du so überdeutlich darauf hinweist, mit einem Ausbilder zu sprechen, wen gibt es denn da so? Folgende Klingenagenten bieten Ausbildung an. Natürlich nicht umsonst, aber für Mitglieder zu einem günstigen Preis. Haltet in Balmora Ausschau nach so und so. In Caldera Loriane und in Aldruhen Gildan und so weiter. Lebt in der Hütte westlich von Aldruhen und die Kundschafterin Elone kann in Arilles Handelshaus in Seydanin gefunden werden. Elone ist die Rotwardonin im oberen Stockwerk. So, dann haben wir jetzt schon mal hier so ein paar Sachen. Ich würde sagen, wenn wir hier jeden Namen einmal anklicken, kriegen wir Tagebucheinträge zu den Leuten. Ich würde sagen, wir holen uns die einfach auch einmal kurz. Und Elone. Lalala, Schattenklinge Gildan, Waffenmeister, das hört sich schon besser an. Wir können ja mal ein bisschen gucken, was könnte man da so lernen? Kundschafterin, nein. Aber Waffenmeister hört sich gut an. Hütte eines Guar-Hirten, irgendwo im Niemandsland, westlich von Caldera. Na super, irgendwo im Niemandsland. So, was hast du anzubieten? Ohne Rüstung, Wortgewandtheit, Nahkampf. Meh. Ja, Befehle, mein Freund. Also, Pilger, ihr seid neu und das sieht man. Hier sind 200 Draken. Besorgt euch eine vernünftige Waffe, eine Rüstung oder einen Zauber. Gebt euch als Abenteurer aus. Davon gibt es viele hier. Ihr könnt der Kriegergilde beitreten oder der Magiergilde oder dem kaiserlichen Kult. Oder in die kaiserliche Legion eintreten, dort aufsteigen, eure Fertigkeiten verbessern und Erfahrung sammeln. Oder sucht Arbeit auf eigene Faust. Dann, wenn ihr bereit seid, kommt zurück und ich werde Befehle für euch haben. Also wir sollen uns einfach mit ein paar anderen Sachen beschäftigen. Kriegergilde, Magiergilde sollten klar sein, Arbeit auf eigene Faust sich zu beschaffen. Wir können einfach herumgehen und nach Arbeit fragen. Das ist dann ein Punkt hier unter den Unteransprachepunkten. Wir können dann einfach irgendwie nach Arbeit fragen oder irgendwie einen Befehl oder Auftrag. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es ziemlich deutlich, wenn irgendjemand etwas für uns hat. Gebt das, was ihr verdient, für Ausrüstung und Ausbildung aus. Das finde ich übrigens auch schön. Jetzt gerade am Anfang des Let's Plays will ich das noch kurz loswerden. Und zwar in anderen Games, bei den anderen Elder Scrolls Titeln ist es glaube ich nicht so explizit. Aber bei anderen Games allgemein gibt es immer ellenlange Tutorials, meine Güte. So, hier habt ihr etwas Geld. Sprecht nun mit dem Händler. Klick. Kauft euch nun eine Waffe. Klick. Kauft euch nun eine Rüstung. Klick. Rüstet nun die Rüstung aus. Klick. Rüstet nun die Waffe aus. Klick. Und man kriegt so viele Tooltips und oh mein Gott. Und hier bekommt ihr das einfach in Form eines Textes, ein kleiner Hinweis. Hey, ich würde dir empfehlen, das für Ausrüstung und Ausbildung auszugeben, das Geld, und dann wirst du schon sehen, wie es weiterläuft. Einfach so ein bisschen nebenbei, wie während einem Gespräch. Aber was ist der kaiserliche Kult von den Gilden her? Die neuen Götter werden vom kaiserlichen Kult angebetet. Und Tiber Septim, der das Kaiserreich gründete und es beschützt. In Morrowind ist es teils die Aufrechterhaltung des Glaubens für Fremdländer wie uns,
und teils ein missionarischer Kult, der den heidnischen Dunmern Erleuchtung bringt, redet mit Somutis Wunnis in der Mondfalterfestung, um beizutreten, doch ihr müsst nach Ebenerz, um Laiendiener zu werden. Okay? Also eher sowas Religiöses, was in die Richtung der Götter geht. Kaiserliche Legion ist dann wahrscheinlich das Pendant dazu, auch kaiserlich, aber eben eher auf Kampf fixiert, hat diverse Garnisonen hier in Wadenfell. Die unteren Ränge befassen sich mit der Vollstreckung des Gesetzes, Eskortierung, gefährlichen Raubtieren, kranken, pestkranken Tieren und so weiter. Nur eine Festung nimmt Rekruten auf, die Darius-Festung in Gnisis. Gnisis ist ein Außenposten an der Grenze, abgelegen, ein wenig rau, doch eine gute Erfahrung. Wenn ihr interessiert seid, sprecht mit General Darius in Gnisis. Also da müssen wir allgemein einfach in Gnisis. Wenn wir etwas da in der Richtung anfangen, dann werden wir auf jeden Fall nach Gnisis gehen. Skooma Pfeife, du dreckiger Junkie. So, wir wollen hier nichts anrühren, nicht vergessen. Alles Diebstahl, sofern er uns nicht erlaubt, die Dinger mitzunehmen. Oh, hübsche Laternen. Und Mondzucker. Junkie, Junkie. Und so einem Kerl wurden wir in die Wiege gelegt, ja, vom Kaiser. Mit Caius sollen wir sprechen und was sagt der liebe Kerl, oder was stellen wir über ihn fest? Dass der ein Junkie ist. So, jetzt haben wir 1100 Münzen, das ist schon mal ein ganz guter Start, um eventuell erstens ein bisschen mehr Ausrüstung zusammenzubekommen und zweitens einfach, ne, Ausbildung, so. Nach dem Wort habe ich gesucht. Ausbildung und Ausrüstung. Ich gehe nochmal in die Südwald-Taverne. Vielleicht hat jemand Arbeit für uns. Man kann ja nie wissen. Die ist auch bei der Diebesgilde. Also allgemein die ganze Taverne ist hier so ein bisschen geprägt. So, ein paar Tipps zu Diensten. Wo können wir hier was finden? Magiergilden, andere Sachen. Vielleicht hat der Besitzer etwas Interessantes für uns. Lalalala, die neuesten Gerüchte. Ah, guck mal. Der Kriegsfürst in der Mondfalterfestung hat geschworen, die Korruption zu stoppen. Sehr schön. Die Syndikate haben ihre verdeckten Leute, die kommen und gehen. Er wird nichts erreichen, wenn er es so versucht. Er muss jemanden finden, der ihn um das System herumbringt. Oder durch das System hindurch. Mitten durch das System, sozusagen. Ich hab's begriffen. Interessant. Interessant. Da war doch der kaiserliche Kult, oder? Kriegsfürst der Legion. Nein, die Legion. Kaiserliche Legion, doch. Wird das eigentlich auch als Quest? Tod eines Steuereintreibers. Bei Caius Cusades melden. Wie ist es hier so? Ja, genau. Okay. Noch ist ja hier alles relativ übersichtlich bei uns, deswegen werde ich mich jetzt allzeit bereit hier drauf nicht so sehr fixieren. Aber wisst ihr was? Was ein guter Startpunkt sein wird, ist, denke ich mal, die Magier- und Kriegergilde. Wir gehen da mal kurz rein. Hier gibt es zwar auch ein paar Händler, da können wir mal kurz vorbeischauen. Also allgemein durch die Häuser reingehen. Wir werden nämlich die Läden direkt erkennen. Die unterscheiden sich nämlich von den normalen Türen und Wohnhäusern. Moment, dreh dich mal kurz um. Ich möchte den Leuten zeigen, wie du aussiehst. Das ist eine Chlalu-Wache. Recht. Möchte ich extra zeigen, da die verschiedenen Wachen der unterschiedlichen Häuser. Ja, es gibt nicht nur Gilden, sondern auch Häuser. Es sind sowas ähnliches wie eine Gilde im Prinzip. Die haben sehr differenzierte Kleidung und jeder von denen sieht wirklich sehr, sehr anders aus. Und wir können hier 9C. Nein, aber wir können, glaube ich, ja auch versuchen, der ganzen Geschichte beizutreten. Dem kaiserlichen Kult. Ich weiß nur nicht so recht, ob der uns hier direkt helfen kann. Das da unten ist übrigens der Fluss Odai, falls ihr euch gewundert habt, was die meinen mit Fluss Odai. Was? Das ist der hier mittendrin durchläuft. Wir haben auf jeden Fall erfahren, dass das hier die Wohnhäuser sind. Das ist hier das Wohnviertel. Und hier drüben geht es zu den Gilden und den Händlern.
So viel habe ich natürlich jetzt mitbekommen, aber ich kann auch natürlich jetzt nicht perfekt heraufbeschwören, alle Händler sind hier und dort und hier und da müssen wir den und den finden. Ich weiß das natürlich nicht alles auswendig, deswegen werden wir jetzt ein bisschen schauen. Sagt, was ihr braucht. Hallo. Fremdländer, ja, das bin ich. Irgendwelche Gerüchte? Man spricht immer noch überall über den Mord an Ralen Hlalo. Oh, ein Mord. Wer? Okay. Ralen Hlalo. Jetzt, da wir das Gespräch aktiviert haben, können wir vielleicht auch bei anderen Leuten nach ihm fragen. Das hier müsste ein Tempel sein oder so? Genau. Also diese Konstruktionen sind ja auf jeden Fall immer die Tempel. Hatte ich noch so ganz grob in Erinnerung. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann werden wir hier auch die Schreine haben, genau. Schrein des heiligen Rilm, Lotis. Ich weiß gerade leider nicht auswendig, wo man über diese Almisi-Wiedererweckung bekommen kann, oder wie das heißt. Wiederherstellung. Wollt ihr mich etwas über Balmora fragen? Ah, Dienste, schau mal. Ah ne, ich habe eben automatisch gerade dran gedacht, dass es vielleicht Aufträge sein könnten. Nein, nicht ganz. Weißt du vielleicht was über den? Haus Hlalo befindet sich auf der nordwestlichen Seite der Stadt. Geht vom Tempel aus nach Südwesten, steigt die erste Treppe hinauf, die ihr seht, und schaut nach links. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, warum ihr dorthin gehen wollt, nach dem, was passiert ist. Ah, also das Haus Hlalo. Dort werden wir wahrscheinlich mehr zu dem Mord erfahren können. Interessant. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Moment, du konntest noch handeln, ne? Tränke. Ah, Mana-Tränke. Wir brauchen Mana-Tränke. Wenn irgendwo ein Schrein gerade nicht in der Nähe ist, dann werden wir auf jeden Fall Mana-Tränke brauchen. Zumindest noch am Anfang. Magie festigen? Nein. Wo haben wir das denn hier? Trank der Flische. Nein, sieht nicht so aus. Da hat hier nur Magie festigen, aber nicht Magie wiederherstellen. Doch. Ich bin doch blind. So. Können wir ein bisschen runterhandeln? Dammit. Immerhin, um eine Münze. Und Feilschen hat sich verbessert. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Feilschen noch so ein bisschen hochzutreiben. Ich habe jetzt nur einen Mana-Trank gesehen, aber das reicht ja auch. 2 Punkte über 5 Sekunden, also insgesamt 10 Mana-Punkte. Also von 90, 10 Punkte. Ja, über 10%, das geht noch. Was? Hallo? Warum stört ihr mich? Zauber. Oh, interessant. Interessant. Wollen wir mal schauen, was hat er denn so Feines? Ich kenne nämlich wirklich nur den allerersten Händler. Einen Heilzauber haben wir bereits. Gewöhnliche Krankheit heilen. Das könnte auch sehr praktisch sein. Ich weiß nicht, wie oft wir noch krank werden. Schwer zu sagen. Freie Handlung, Lähmung heilen, heilende Gefährte. 159 Draken. Wisst ihr, was ich mal testen will? Überzeugen. 50. 159 hat es gerade eben gekostet. 154. Och, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich hole das einfach mal. Hier werden wir auch nicht nochmal gefragt, ob wir uns sicher sind. Wenn geklickt wird, dann ist es endgültig. So, da hat kein Magiker wiederherstellen. La 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 la. Nein. Ihr wollt mir alle nichts zu diesem Hlalo sagen. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob hier die Bücher uns noch was beibringen möchten. Ich hatte nämlich eigentlich noch in Erinnerung... Ah, sehr gut. Ohne Rüstung brauchen wir zwar nicht, aber... Pfad des Pilgers. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Ja, wir können nämlich auch Quests einfach von Büchern aufsammeln. Speer hat sich verbessert. Super. Es gibt so viele Bücher, von denen man was lernen kann. Buch lassen wir liegen. Gehört nicht uns.
Sprecht oder verschwindet. Nur für die Unsrigen. Au, schade. Tempel beitreten. Aha. Ihr seht vielversprechend aus. Lalalala. Doktrin. Ja, um was geht's denn überhaupt hier bei euch? Eure vierfachen Aufgaben verpflichten euch gegenüber Glaube, Familie, Meistern und allem, was gut ist. Erfüllt heilige Aufgaben und bringt in Glanz über den Tempel. Versündigt euch niemals gegen eure Brüder und Schwestern in Wort und Tat, denn wir alle sind eins. Oh, ich weiß es nicht. Weißt du was? Nein. Oh, es mag sie uns weniger. Aber wir können jederzeit, glaube ich, dem Tempel noch beitreten. Schrein des Tribunals, interessant. Aber da man bei Schreien was zahlen muss, will ich das erstmal nicht machen. Hübsch, ein kleines Rondo da oben. Aber ihr seht schon, das Gameplay von Morrowind ist so ein bisschen langsamer als von Oblivion und Skyrim. Auch im Vergleich zu Nerim haben wir jetzt questmäßig schon deutlich mehr gemacht. Also nicht insgesamt gesehen, aber... Sprecht oder verschwindet. Der Unterschied ist auch, dass wir... Also, dass ich alles vorlesen muss. Oh ja, ich erinnere mich, die Zauber waren hier so teuer. So unfassbar teuer. So... Einfach nur mal, um zu gucken. Ah, die Preise sind sogar noch okay. Schade, dass ich aber nur die magischen Effekte nehmen kann, die ich schon mal irgendwo benutzt habe. Aber hier, ne? Kennt ihr noch aus Oblivion? Hier können wir auch unsere eigenen Zauber erstellen. Viel Ahnung habe ich davon jetzt natürlich noch nicht. Oh, interessant. Resistenzen sind hier nicht bei Veränderung bei der Magieschule, sondern auf Wiederherstellung. Aha, aha. Okay. So, prozentual gesehen bringen mir jetzt 10 Draken hier nämlich deutlich mehr. Markieren, sehr praktischer Zauber, sehr, sehr praktisch. Markieren und Rückruf dann später. Kann ich hier scrollen? Hast du noch mehr? Nein. Okay, markieren holen wir uns auf jeden Fall, damit werden wir sehr viel schneller reisen können. Und dann haben wir Stärkung, Konstitution, Intelligenz, Willenskraft, Glück. Diese Schutzsachen sind auch sehr praktisch. Aber bis dahin ist noch Zeit, meine Freunde. Bis dahin ist auf jeden Fall noch Zeit. Vor allem kostet das sehr viel. So, sehr gut. Wie sieht's mit dir aus? Ah, Rückkehr. Sehr schön. Ich glaube, ich kaufe das einfach. Das wird schon mal sehr praktisch sein. Almsivi-Intervention. Oh, kennt sich da jemand von euch aus? Für eine Sekunde auf sich selbst. Ich weiß nicht, was das bringt. Pestresistenz, Magieresistenz. Ah, hier fangen die ganzen Resistenzen an und sowas. Sehr schön. Oh, markieren und Rückkehr hat richtig wenig Erfolgschancen. Oh Mann. Da muss ich die Mystik ein bisschen trainieren. Ich weiß nicht, was genau der optimale Weg wäre übrigens, die Mystik zu trainieren. 20 bis 80 Punkte heilt Wohltat. Ich muss mir eventuell überlegen, früher oder später noch einen anderen Heilzauber zuzulegen. Einen, der ein bisschen schwächer ist, weil ich werde nicht immer die vollen 20 bis 80 Punkte brauchen. Wir haben nur 55 Leben momentan. Aber ja... Einfach damit wir nicht so viel Mana auf einmal ausgeben, natürlich. Aber bevor wir irgendwelche Heilzauber kaufen, wir haben ja gesehen, 200 Münzen waren die Dinger wieder wert. Also, eine ganze Stange. Jetzt sind wir bei 300 Draken, weil ich Markieren und Rückkehr mir geholt habe. Weil ich die Zauber für sehr wichtig halte. Haben extrem geringe Erfolgschancen, aber vielleicht werden wir da früher oder später einen Mystik-Lehrer finden. So, bevor ich aber jetzt weitere Händler hier... durchforsten gehe. Das ist hier übrigens, glaube ich, das Haus Hlalu. Gehen wir mal zu den Gilden. Wollen wir mal einen Auftrag annehmen oder ein paar Aufträge? Weil wenn wir die Gilden ein bisschen machen werden, dann werden wir auch direkt... Na, wie heißt's? Werden wir auch direkt... Stufen aufsteigen und Geld verdienen, genau. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz.
Magiergilde wollen wir auf jeden Fall. Wie lautet denn der Eid? Erfüllt alle Aufgaben, die wir euch geben. Lernt daraus und werdet stark. Achso, und andere Gildenmitglieder dürft ihr nicht boxen. Alles klar? Also, es sind immer die gleichen Grundregeln, mehr oder weniger. Zumindest bei denen hier. Jawohl. Aspirant. Ja, Aufgaben? Was können wir so machen? Für unseren Rang hat sie keine Aufgaben. Wir sollen mit Ajira sprechen. Okay. Machen wir. Achso. Was kannst du... Ausbildung? Achso. Welchen Rang seid ihr? Unser Rang ist zu niedrig. Wir sind unter ihrer Würde. Hallo. Ach, was für ein süßes Wenn Gesicht. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Aber verschwendet keine Zeit. Und die Stimme dazu. Alchemie-Zerstörung ohne Rüstung. Das wird jetzt schon interessanter. Erstmal aber nicht. Ich komme wieder... Was heißt, ich komme wieder? Ich möchte jemanden finden, der mich in Schulen lehrt, die mich auch interessieren. Was hast du so Feines? Ah, Wiederherstellung. Schon besser. Wiederherstellung, Veränderung. Mystik möchte ich trainieren, weil das ist der Markieren und Dingenszauber, ne? Wisst ihr Bescheid? Und Mystik war... Lalalala, magische Energien absorbieren und reflektieren. Mhm. Ja, ich denke... Sagt, was ihr braucht. Ein kleiner Test. Ein Punkt verbessert. Oh, wow, okay. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber hier. Das ist hier die Chance, wie hoch die Chance ist, dass unser Zauber funktioniert. 30%, 30%. Vorhin waren das 25%. Das heißt, das ist ordentlich hochgegangen, ne? Gehen wir nochmal kurz auf Mystik. 33%. Ja, das lohnt sich. Vor allem die ersten Ränge. So, 300 Draken lasse ich erstmal so für die Portokasse. Weil wir werden Mystik... Es ist halt schwer, das hochzuleveln, ne? Die ganze Geschichte. So, dann noch eine andere Sache. Geschichte des Kaiserreiches. Ich glaube, das hat noch nie was gebracht, oder? Den Kram da zu lesen. Skillmäßig jetzt. Was ich aber euch noch sagen wollte, meine Freunde. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu irgendwelchen Quests, genau wie am Anfang es bei Nerim der Fall war, falls ihr irgendetwas habt, sagt mir das. Habt ihr irgendwelche geilen Quests? Nur zu. Wo gibt es die Quest? Wo kann ich mir irgendetwas holen? Ich interessiere mich nicht für diese Elfen. Ich möchte alles wissen. Oh, ihr habt mir alle viel zu erzählen. Denn dieses Let's Play wird auf jeden Fall gemütlich sein. Gemütlicher als meine anderen, weil ich ja hier alles neu erlebe. Ganz frisch. Ich höre. Ich weiß noch, das sind hier die Teleportplattformen und man kann sich gegen gewisse Gebühren teleportieren lassen zu anderen Magiergilden. Auch eine schöne Methode, schnell zu reisen. Haus des Chaos. So, Ajira. Du hast Fragen? Wenn wir schon mal hier sind, wisst ihr was? Wollen wir gleich mal die Sachen hier holen. Hilfe für einen Kampf? Was ist das denn? Ajira verkauft Tränke. Ach so. Ja klar. Was wir aber hier definitiv holen können, wären wieder die Magietränke. Arcana Trank. Und dann Mörsel und Stößel, Retorte des Gesellen. Hast du auch irgendwas Billigeres? Kalzinerofen des Lehrlings. 25 wiegt das. Oh, wow. Okay. Ich kaufe mir erstmal hier noch keine Sachen in der Hinsicht. Ja, gib mir einfach den Trank und gib mir eine Aufgabe. Ja, Ajira hat Aufgaben für euch. Bevor Ajira ein Geselle in der Magiergilde werden kann, muss Ajira die örtlichen Pilze studieren. Pilze? Damit Ajira ihren Bericht fertigstellen kann, benötigt Ajira noch Proben vom leuchtenden Russula, violetten Corpinus, dem Brettpilz und Hyperfazia. Ajira weiß, dass all diese Pilze an der Bitterküste zu finden sind. Der einfachste Weg dorthin führt südlich am Fluss Odai entlang, bis ihr zu einer hölzernen Brücke gelangt. Überquert den Fluss dort und findet einen Pfad, der in westlicher Richtung über die Berge führt.
also einfach ein paar Pilze finden. Brettpilz Hyperfazia, Russula und Corpinus. Brettpilz haben wir bereits und Hyperfazia, Faziapilz, genau. Sollte genau das damit gemeint sein. Haben wir schon, das haben wir in Seidanin, haben wir das eingesammelt. Und jetzt, genau, wir haben jetzt hier einen Auftrag. Beeilt euch. Sie nutzt uns übrigens aus, um Geselle zu werden. Anstatt selbst die Zutaten zu sammeln, müssen wir jetzt schon Gesellenkram erledigen. Und wenn wir schon mal hier sind, meine Freunde, können wir auch direkt mal in die Kriegergilde gehen. Ich denke, das wird so ein ganz guter, angenehmer Start am Anfang sein. Krieger- und Magiergilde. Hi.